Der Hochzeitstag von Florian Silbereisen und Beatrice Egli steht vor der Tür. Ein Ereignis, das nicht nur das Paar, sondern auch beide Familien erwartet und erwartet haben. Das Restaurant wurde zum offiziellen Treffpunkt der beiden Seiten gewählt, wo Zuneigung und Freude geteilt wurden und ein denkwürdiger Moment in ihrer Geschichte geschaffen wurde. Der warme Restaurantraum und die zarte Dekoration bildeten eine romantische Kulisse für dieses wichtige Ereignis. Funkelnde Lichter und leuchtende Blumen unterstreichen die Atmosphäre der Spannung und Aufregung. Der Esstisch ist sorgfältig arrangiert, mit kleinen Kerzen und filigranen Zahlentafeln, so schön wie eine Szene aus einem Märchen. Die Familie von Florian und Beatrice traf zuerst ein, in aufwendiger und dekorativer Kleidung. Jeder Mensch bringt sein eigenes glückliches Lächeln und seine eigene Freude mit. Florians Eltern repräsentierten mit ihrem traditionellen Aussehen und ihrer Eleganz einen Großteil der traditionellen Seite der Hochzeit, während Beatrices Familie Frische und Kreativität mit einer modernen Ästhetik einbrachte. Als sich die Restauranttür öffnete, richteten sich alle Augen auf das junge Paar, das am Tor erschien. Florian und Beatrice sind in ihren reinweißen Hochzeitsoutfits der Inbegriff von Schönheit und Glück. Ihre Schritte sind leicht und selbstbewusst und sie betreten einen Raum, der ihre Liebe und Hingabe zum Ausdruck bringt. Die Familie von Florian und Beatrice begrüßte das Paar gleichzeitig mit glückwünschendem und fröhlichem Applaus. Gemischte Gefühle aus Nervosität, Freude und Angst haben ein reichhaltiges und vielfältiges Bild geschaffen. Gäste und Verwandte, alle mit warmem Herzen, kamen, um das Glück von Florian und Beatrice mitzuerleben und daran teilzuhaben. Der Empfangsservice wurde sorgfältig vorbereitet, vom köstlichen Menü bis zu den exquisiten Desserts. Der Banketttisch ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und interagieren können, ein Raum, um Freude und Meinungen über diesen wichtigen Tag auszutauschen. Die Gäste genossen köstliche Gerichte und stießen immer wieder auf das Paar an. Ein großer Teil der Hochzeit ist den Reden und Glückwünschen beider Familien gewidmet. Florians Eltern teilten bedeutungsvolle Worte über die Reise ihres Sohnes, die Liebe und Akzeptanz von Beatrice. Die aufrichtigen und herzlichen Worte gaben jedem das Gefühl, Teil einer größeren Familie zu sein, in der Liebe und Verständnis im Mittelpunkt stehen. Im Gegensatz zur Menge drückten Beatrice und Florian einstimmig ihre besondere Dankbarkeit gegenüber Familie und Freunden aus. Worte der Dankbarkeit und Aufrichtigkeit machen die Atmosphäre gemütlicher und vertrauter. Emotional und in die Hochzeitsatmosphäre eingetaucht, gratulierten alle einstimmig und richteten nette Worte an das frisch vermählte Paar. Als nächstes folgt das Filmen und Fotografieren, bei dem jeder die Möglichkeit hat, die schönsten und bedeutungsvollsten Momente des heutigen Tages festzuhalten. Das Gemälde von Florian und Beatrice mit ihren beiden in Freude und Liebe versunkenen Familien ist ein bedeutungsvolles Kunstwerk. Schließlich war die Hochzeit von Florian Silbereisen und Beatrice Egli nicht nur ein großes Festereignis, sondern auch ein wichtiger Meilenstein und der Beginn einer 012 sind drei Zahlen. Weil wir die 0 noch mit dabei haben, müssen wir zu den Exponenten hier oben jeweils immer 1 draufzählen, um die Anzahl der Spalten oder Zeilen zu bekommen. Und dann multiplizieren wir das und kriegen die Anzahl der Teiler. Anderes Beispiel. Nehmen wir mal 3600. Wie viele Teile hat die 3600? Na? Kriegt man ganz leicht raus. Was ist die Primfaktorzerlegung der 3600? Wer kann sie mir sagen? Ja?
2 hoch 4 mal 3 Quadrat mal 5 Quadrat. Ja klar, ich meine, die 400 haben wir schon, das war 2 hoch 4 mal 5 Quadrat. Wenn ich die 400 mal 9 nehme, komme ich dahin und 9 ist 3 Quadrat, ne? Okay. Wie viele Teile hat diese Zahl? Wie können wir es ausrechnen? Ja? Genau. Die Teilanzahl ist 5 mal 3 mal 3 ist gleich 45. 45 Teile. So, wie findet man die systematisch? Naja, ist klar, ne? Man geht alle Kombinationsmöglichkeiten durch von Primfaktorpotenzen. Also 2 hoch 0 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 0, 2 hoch 0 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 1, 2 hoch und so weiter. Ne? Und dann 2 hoch 1 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 0 und so weiter und so weiter und so weiter. So kann man das schön systematisch, kann man alle Teile finden. Also die Primfaktorzerlegung ist extrem praktisch, ne? Und die Voraussetzung dafür,